Der Duft der Natur. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem ganz entspannten Video von mir. Ich befinde mich hier gerade irgendwo in Kroatien, in einem Wald. Ich bin hier zufällig hergekommen. Da hinten sind ganz viel Lost Place Gebäude. Hier ist auch alles vollgesprayt. Und ich höre hier aber die ganze Zeit schon Musik. Und wir werden jetzt zum Start des Videos herausfinden, wo die Musik herkommt, was es damit auf sich hat. Ist es ein illegaler Rave? Ist es auch einfach nur ein Radio, was vergessen wurde? Okay, hier wird die Musik lauter. Kommt das vom Meer, Digga? Ah, da ist eine Strandbar und da tanzen zwei Menschen. Scheint eine sehr wilde Party zu sein. Einmal ganz kurz Dominanz zeigen. Es reicht jetzt hier mit der Musik! Dominanz gezeigt. Wir gehen Richtung Motorrad und werfen uns zusammen in das Stadtgetümmel. Wollen wir noch einmal ganz kurz, bevor ich aufs Bike draufsteige, hier ein bisschen Lost Place Action machen? Ah, nee, irgendwie habe ich auch schon wieder ein ungutes Gefühl. Ich mag so Lost Places einfach nicht. Okay, komm, wir gehen einfach trotzdem mal kurz rein. Oh, Junge. Alter, was sieht irgendwie cool aus. Gibt es in Kroatien Schlangen? Wie komme ich jetzt gerade auf eine Schlange? Irgendwie sieht es hier nach einem Territorium aus, wo Schlangen leben könnten. Weiß nicht, ob es hier Schlangen gibt. Sieht aber irgendwie auch cool hier aus, Digga, muss ich sagen. Alles halt so vollgesprayt. Und da sollte, glaube ich, mal ein Hotel gebaut werden. Und dann ist wahrscheinlich das Geld ausgegangen. Da ist einfach ein riesiges Gebäude, was leer steht. Oh Gott, Junge. Ich glaube, er ist hier der Hausmeister. Sonst, Freunde, ich hoffe... Oh, Junge, ich kann heute irgendwie nicht laufen, Gottverdammt. Freunde, ich hoffe, euch geht's soweit gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Und ich hoffe, dass ihr genug Energie mitgebracht habt, um mein dummes Scheißgelaber auszuhalten. Oh, Junge, sieht das schön aus, wenn man um die Ecke kommt und so ein Ding einfach auf dich wartet. Gottverdammt. Ich habe jetzt übrigens schon knapp 300 Kilometer auf dem Tacho drauf. Bei 500 muss ich sie zum Service bringen und dann können wir offen fahren. Ich bin sehr gespannt auf das erste Autobahnvideo mit diesem Schätzchen hier. Wir sind auf dem Motorrad drauf und ich werde mir jetzt einen Korb abholen. Ah, Entschuldigung. Sprichst du Deutsch? Oh, are you, how old are you? 14. 14? Okay, I'm sorry. Bye. Oh Gott, Digga. Digga, was sollte das gerade, hä? Was habe ich hier gerade gemacht? Oh Junge, das war voll gemein. Scheiße, wie komme ich auch? Die tut mir jetzt irgendwie voll leid, weil ich einfach... Habe ich sie gerade gekorbt? Also, nee, ich habe halt einfach nur Tschüss gesagt, oder? Gott, verdammt, die sah von Weitem auch wirklich älter aus. Ich glaube, ich habe sie auch einfach falsch verstanden. Das war nicht 14, sondern... 40? Digga, ich muss aber ganz ehrlich sagen, hat auch wirklich sehr, sehr viele Hochhauskomplexe. Also es sieht ein bisschen nach Ghetto aus. Auch hier, Alter, guck mal hier. Digga, das sieht krank aus. Guck mal den Fußballplatz hier an. Also es war mal ein Fußballplatz. Der ist einfach komplett zugewuchert. Junge, das sieht richtig crazy aus. Hier könnte man ein cooles Rap-Video drehen, glaube ich. Aber ist Kroatien irgendwie gefährlich? Also muss man hier aufpassen, wo man hinfährt? Oder ist es komplett egal? Also ich fühle mich zumindest wirklich bis jetzt sehr sicher hier eigentlich. Ey, was ich auch noch nicht verstanden habe, warum steht hier auf den Autos HR drauf? Für was steht denn HR? Harrington? Für was soll denn das stehen? Das heißt doch Kroatien, Croatia, oder nicht? Einmal ganz kurz ein bisschen Gas geben. Yeah. Donnergewitter einleiten in 3, 2, 1. Oh. Oh. Ey, Freunde, ich fühle wirklich diese random Blocks. Einfach rumfahren, bisschen gucken, was passiert, bisschen labern. Das mache ich aktuell wirklich sehr, sehr selten. Meistens ist irgendein komisches Format. Oder ich weiß halt schon so ungefähr, was passieren wird. Aber dieses random Rumfahren, Shoutout an alle OGs, erinnert mich an die ersten Videos, die ich damals gemacht habe. Weil man kann auch so ein bisschen labern einfach. Wisst ihr, ich meine, wir können uns ein bisschen unterhalten. Eigentlich unterhalte ich mich mit gar keinem. Ich bin hier komplett alleine gerade in Kroatien mit meinem Motorrad und rede mit mir selbst. Aber ihr hört ja, was ich sage. Irgendwie habe ich den Vibe ein bisschen vermisst. Es gibt mir fast die Vibes, wo ich damals Leute angeschrien habe. Wir machen mal kurz einen Test, ob es noch so kickt wie damals. Ich versuch's mal einmal ganz kurz. Oh ne, der hat ein Kind, die kann ich nicht anschreien. Ich probiere es mal einmal ganz kurz. Ja! Yeah! Ich glaube, ich bin zu alt für so einen... So ein Scheiß. Ich habe auch einfach vergessen, dass ich damals nicht stehen geblieben bin, als ich Leute angeschrien habe. Das war meistens eher so im Fahren. Was war das eigentlich gerade schon wieder für eine komische Situation? Oh, Tunnel. Oh. Sound von dem Bike gefällt mir ausgesprochen gut. Ich wollte gerade irgendwas sagen, ich habe es aber vergessen. Hallo.
Achso, ja, stimmt. Da will ich einmal ganz kurz was sagen, weil ich das hier auf YouTube noch nie gemacht habe. Ich habe zwar bei Insta kurz was drüber gesagt, aber hier auch nochmal für euch. Der letzte Drop von Leftlane, den wir hatten. Ich will euch einmal ganz kurz erklären, was da passiert ist. Wir hatten eigentlich vor, mit dem Drop nicht sold out zu gehen. Wir wollten eigentlich auf Stock gehen, also dass wir die Produkte quasi im Shop drin haben und dass wirklich jeder bestellen kann. Problem war bloß, dass ihr komplett eskaliert seid, Digga, und der Drop trotzdem sold out gegangen ist. Um das nachzuvollziehen, wir haben doppelt so viel Stückzahlen. Was denken sich eigentlich die Leute um mich rum, wenn ich mit mir, hallo, mit mir selbst hier gerade rede? Wir haben doppelt so viel Stückzahlen gemacht wie sonst. Also wir sind niemals davon ausgegangen, dass der Drop sold out ist. Und ich kann auch wirklich den Hass nachvollziehen von euch, dass ihr sagt, Junge, produziert doch mal mehr. Aber Bruder, wir haben mehr produziert. Mehr als mehr. Trotzdem an der Stelle Liebe und Küsse an euch, an jeden Einzelnen von euch, der immer bei Leftlane bestellt. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit den Sachen. Es macht mich unfassbar stolz zu sehen, wie gut die Marke läuft und wie Bock ihr einfach auf die Sachen habt, die wir machen. Also an der Stelle ein saftiger Zungenkuss mit ein bisschen Kuscheln und vielleicht auch ein Kuss auf die Stirn. Und vielleicht fahre ich durch eure Haare und meine Hand. Vielleicht kämme ich sie auch ein bisschen. Wisst ihr, wie ich meine? All around me are familiar faces. Okay, Freunde. Neben mir im Auto sitzt eine junge Dame. Ich weiß nicht so ganz, was ich zu ihr sagen soll. Ich weiß auch gerade nicht, was meine Mission ist. Ich werde einfach freestylen. Sorry. Excuse me. Sorry. Ah, ihre Tür ist nicht richtig zu. Ich versuche sie zuzumachen. The door is... Ja, also hat doch gut geklappt. Ich habe ihr geholfen und ja, das lief jetzt irgendwie nicht ganz so gut. Alter, der Bruder fährt einfach mit einem Golfkart hier rum und telefoniert. Okay, ich habe jetzt eine kurze Raucherunterbrechung gemacht. Wisst ihr, was wir eigentlich machen könnten? Wir könnten eigentlich das Bike waschen gehen, Digga. Das wäre auch sogar die erste Wäsche, Digga. Ich habe die noch gar nicht gewaschen. Eigentlich ist es so ein Ritual. Wenn ich irgendein neues Bike krieg oder ein neues Auto krieg, dann direkt zum Waschen fahren. Doch, komm, lass es machen. Wir gehen heute das erste Mal Bike waschen. Ich muss nur irgendwie rumfragen, ob es hier vielleicht so Waschboxen gibt, wo man es selber waschen kann. Aber ich denke mal, das wird es hier safe irgendwo geben. Und wir wissen ja alle, Freunde, ich bin ein sehr sympathischer junger Mann. Mein Englisch ist quasi Native Speaker. Das sollte also gar kein Problem sein, hier von irgendjemandem Informationen zu bekommen, wo hier so eine Waschbox ist, dass wir das Bike waschen können. Mademoiselle, I search Waschbox. You know where? Waschbox. You know? Washy? How should I know? But do you know if there's a place? No, I'm sorry. You don't live here? No, I don't live here. Oh, okay. Thank you. Thank you, trotzdem. I'm from Germany. Oh, ich spreche auch Deutsch. Ah, du sprichst Deutsch. Aber mein Englisch ist ein bisschen eingerostet. Das sollte also gar kein Problem sein. Washy? Native Speaker. Okay, nächster Versuch. Ladies. Ladies. Do you know if there's a wash place for a bike? I have no idea, sorry. Ah. Ja, scheiß drauf, Digga. Wir fahren einfach aus der Stadt raus. Und ich gucke auf gut Glück, ob ich hier irgendwo eine Waschbox finde. Frag mal ihn, der muss es doch wissen, oder? Sorry, ist der Wash Place? Is it the split? And then on the right. Right. And then on the right. Okay, thank you. War die Ampel überhaupt grün gerade? Okay, er hat jetzt gesagt, geradeaus und rechts. Wir sind auch, glaube ich, befreundet. Jetzt merkt ihr das, die Verbindung zwischen uns beiden? Wir cruisen jetzt hier ein bisschen zusammen durch Split. Da vorne müsste so eine Kreuzung kommen. Und dann kann man links oder rechts fahren. Ich glaube, ich habe gecheckt, was er meint. Hä, lol, da ist einfach ein Lidl. Junge, es gibt auch wirklich gefühlt auf der ganzen Welt Lidls und Ikea. Den gibt es auch irgendwie überall. Lol, ich dachte immer, Lidl ist so ein deutsches Ding. Also, dass es nur in Deutschland gibt. Meine Damen, meine Herren, ich habe es einfach geschafft. Ich habe so Waschboxen gefunden. Geil. Aber ich glaube, hier ist alles voll, oder? Aber wäre jetzt auch irgendwie assi, wenn ich mich hier vordränge. Ich fahre einfach mal vor. Ja gut, hier ist alles voll Scheiße, jetzt habe ich mich vorgedrängelt. Was mache ich denn jetzt? Ich kann jetzt nicht einfach reinfahren, oder? Ich fahre einfach nochmal zurück, das wäre wirklich ein bisschen asozial, wenn ich mich hier einfach vordränge. Ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn ich an der Reihe bin und wir das Motorrad waschen. Okay, ich habe es geschafft, ich bin in der Waschbox drin. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt hier so... Nee, ich kann mit Euro zahlen, glaube ich. Okay, Freunde, ich habe ein großes Problem und zwar ist meine SD-Speicherkarte voll. Wir haben jetzt genau noch eine Minute, ich habe gerade einen Clip gelöscht. Kurzer Carpon in 3, 2, 1. Was ist das Falsche? Okay, Carpon-Musik, los.
Okay, reicht mit Carpo-Musik. Ich zeige es euch einfach gleich, wenn sie hoffentlich sauber ist. Okay, Bike ist wieder sauber. Ich muss jetzt auch wirklich schnell reden und schnell machen, weil die Kamera geht bestimmt gleich aus, weil die Speicherkarte gleich wieder voll ist. Also wenn ich weg bin, dann, ja, dann bin ich weg, okay? Das wird ein komisches Ende vom Video. Das war auch irgendwie ein sehr komisches Video. Also es war super random alles. Wir fahren aus der Waschbox raus. Ich habe auch aus Versehen einfach meinen Helm komplett nass gemacht, weil er daneben dem Waschding lag. Da habe ich irgendwie nicht dran gedacht. Also mein Visier ist gerade komplett nass einfach. So, Freunde, lasst uns die letzten Sekunden von diesem Video noch genießen. Ich fahre einmal auf die Autobahn drauf. Bin drauf auf der Autobahn. Ja.